Wieso ist es nicht möglich, dass wir ein bisschen Lärm für den Herrn hinbringen? Ein bisschen Lobpreis für den Herrn. Das hängt nicht davon ab, wie viele in der Band am Morgen da vorne sind. Es hängt von dir ab, dass du den Herrn lobst, dass du ihn preist. Und dass wir lernen, aus unserem Geist heraus den Herrn zu loben, ihn zu preisen. Ob das im Verstand ist, ob das im Geist ist, das spielt keine Rolle. Aber mach es und gib Sprache dazu, gib Volumen dazu. Und wenn du noch hast, dann noch ein bisschen Enthusiasmus. Vielleicht noch eine Bewegung. Vielleicht magst du es sogar noch, deine Hände zu erheben. Die Leute flippen aus während den nächsten Wochen wegen diesem Fußball. Dieser Fußball wird keinen Menschen in den Himmel bringen. Aber keinen. Dieser Fußball wird keine Sünde reinigen. Aber keine. Dieser Fußball wird niemanden heilen. Dieser Fußball hat nichts mit Auferstehungskraft zu tun. Und Leute begeistern sich dafür. Begeistern sich dafür. Die haben alles vorbereitet. Die sind startklar. Die warten nur darauf, dass es losgeht und dass sie auch losgehen können. Lass uns davon lernen. Lass uns ein Volk sein. Lass uns eine Gemeinde sein, die weiß, dass ihr König lebt. Die weiß, dass ihr Gott lebt. Und weil du weißt, dass er lebt, dann kannst du sagen, ja, Halleluja. Dann kannst du ein bisschen laut werden. Du darfst das, sogar heute Morgen. Und wir sollten es. Ja. Wir sollten es. Und wir müssen uns an den Ohren ziehen und sollten uns schämen, dass wir nicht mehr Lärm für den Herrn machen. Es geht nicht so weiter. Amen. Amen. Es geht nicht so. Ich will so nicht weiter. Das will ich nicht. Ehrlich nicht. Und ich weiß, wir haben alle unsere Situationen und unsere Herausforderungen. Aber genau das ist es, dass wir in diesen Herausforderungen drin stehen. Das haben all diese Fußballfans auch. Und trotzdem flippt es aus. Erst recht. Sagen sie, das ist meine Insel, da kann ich sein. Und wir haben den lebendigen Herrn. Wir sind erlöst. Wir werden alle Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen. Er hat einen wunderbaren Plan, hat uns in Zukunft eine Hoffnung gegeben. Er hat seine Liebe in uns hinausgegossen. Er hat uns ein Maß des Glaubens gegeben. Er hat gesagt, was immer du sagst, wenn du glaubst, dass das, was du sagst, dass du das empfangen hast, dann sollst du es haben. Und der Feind bringt es fertig, dass wir betrübt sind. Der Feind bringt es fertig, dass wir schweigen, dass wir nichts, keinen Enthusiasmus, keine Freude über unsere Lippen bringen. Dann hat er den Sieg. Aber ich will den Sieg nicht dem Feind übergeben. Ich will den Sieg proklamieren. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Gott aber sei Dank! Ihm sei Dank, nicht die Schweizer WM-Mannschaft. Gott aber sei Dank. Gott sei Dank. Und wenn du keine Bibel dabei hast, dann musst du eine nehmen. Bring sie nächstes Mal mit, deine eigene. Oder kauf hier eine. Und wenn du eine brauchst, dann haben unsere Ordner dir eine, dass du reinschauen kannst, dass du sehen kannst. Das steht wirklich im Wort Gottes. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Im Triumphzug. Was denkst du, ist ein Triumphzug ein Begräbniszug? Ist ein Triumphzug ein Trauerzug? Ist ein Triumphzug irgendetwas, das mit Jubel, mit Triumph, mit Lautsein zu tun haben könnte? Oh, ich denke schon. Ich denke schon. Du darfst, du sollst, du musst laut werden für den Herrn.
Amen. Das ist nichts Schlimmes, nichts Verbotenes. Wir sind da nicht in einer Kirche, wo man, wenn man reinkommt, ganz lieblich ist. Und nur noch miteinander küsst. Und wenn die abhockst, dann ganz ruhig abhock. Nein, hier darf man laut sein. Hier darf man seine Freude kundgeben. Hier darf man proklamieren, dass wir sagen, Gott, aber sei Dank, ich danke dem Herr. Warum? Weil er uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Preis dem Herrn. Das ist nicht der Geruch nach Rauchbetarde. Also es schmeckt jeweils auch, wenn irgendwo Matsch gewesen ist, nach verschiedenen Düften. Aber er gibt uns einen Geruch der Erkenntnis, einen Wohlgeruch. Halleluja, das sind wir. Aber Gott sei Dank, Gott aber sei Dank. Wer macht das? Gott aber sei Dank. Das machen wir. Wir danken dem Herrn. Gott ist nicht da oben auf dem, im Himmel auf dem Thron und sagt, Gott aber sei Dank. Gott aber sei Dank. Gott aber sei Dank. Ah, das bin ja ich. Ich bin ja Gott. Ich danke mir. Das machen wir. Das sind wir, sein Leib auf der Erde, die den Dank ihm gegenüber aussprechen. Und sagen, Gott aber sei Dank. Ich danke jetzt schon, dass er mir einen Sieg gegeben hat. Ja, aber ich habe noch keinen Sieg. Ja, eben das ist das Prinzip. Dass das, was du nicht hast, dass wenn du anfängst dafür zu danken, für diesen Sieg, dass dieser Sieg dann dir ist. Weil wenn du ihn schon hast, dann musst du ja gar nicht mehr glauben. Aber wir sind Gläubige. Wir glauben für Dinge, die noch nicht in unserem Leben sind, wie wenn sie da sind. Also wenn du keine Heilung hast und die Symptome der Krankheit hier sind, dann kannst du danken und loben und sagen, Herr, du hast mir den Triumph gegeben. Du hast mir den Sieg gegeben über deine Krankheit. Und dann wird es dein sein. Und wenn du Sieg brauchst in deinem Geschäft, in deinem Business, dann fang an, diesen Triumph auszusprechen, Gott zu danken. Herr, danke dir, du hast mir Sieg gegeben. Sieg, Triumphzug, nicht nur am Montag, ganze Woche, ganzes Jahr. Dass wir es aussprechen, dass wir es proklamieren. Das ist Glaube. Dem zu rufen, was nicht ist, als wäre es da. Das ist Glaube. Das ist, was wir tun. Das ist, was Jesus getan hat. Als er auf dem Meer war oder als er auf dem See war und es stürmte. Was war nicht? Es war keine Ruhe. Er hat zum Wind gesprochen. Sei still, beruhige dich. Und dann ist es worden. Er hat zum Baum gesprochen, zum Feigenbaum. Hat ihn verflucht und gesagt, von dir soll niemand mehr essen. Der Baum, okay, yes sir. Und hat angefangen, sich zu verdorren. Er hat zu vielen anderen Sachen gesprochen. Er hat zum Lazarus gesprochen, der schon tot war während 4 Tagen. Und gesagt, komm hervor. Und die Leiche Lazarus hat das Wort gehört und ist aufgesprungen im Grab. Und rausgehüpft. Vielleicht rausgekrugelt, ich weiß es nicht, aber... Schlussendlich sagt Jesus, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Was ist dein Lazarus? Wo hast du etwas vergraben, das stinkt? Was ist dein Bereich in deinem Leben, wo es stinkt? Wo Leute sagen, ja, das stinkt schon. Mach nichts mehr, lass es einfach sein. Und wir selber sagen, mach ich nichts mehr, das stinkt schon. Nein, sprich dazu, gib Gott Dank, danke Herr, du hast mir den Sieg gegeben über den Tod und ewiges Leben.
Lazarus, komm führen. Wow! Auferstehungskraft! Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug mit sich führt, in dem Gesalbten. Wir ziehen von Sieg zu Sieg und er offenbart den Duft seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort. Leute, Menschen kommen gern in eine Kirche, wo Menschen dankbar sind, fröhlich sind und dem Ausdruck geben. Das wirkt einladend, das ist ein Duft. Und es ist unsere Aufgabe, dem Herrn zu danken. Es ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Dank weitergeben, dass wir dankbar sind. Und das können wir im Lobpreis, das können wir auch sonst irgendwie machen. Aber wenn im Lobpreis ist es sicherlich auch eine Möglichkeit, dass wir einfach unseren Dank dem Herrn gegenüber darbringen. Es heißt im Hebräerbrief, dass Lobpreis die Frucht ist unserer Lippen. Die Frucht, ein Opfer, die Frucht der Lippen. Ein Lippenbekenntnis, nicht irgendetwas, das einfach ruhig ist, sondern das sind Worte. Worte, die kreativ sind, Worte, die schöpfen, Worte, die dich vom jetzigen Situation in den Sieg hineinbringt. Es sind Worte, die verändern. Und deshalb ist der Teufel, der Feind, so sehr daran erpicht und beschäftigt, uns zum Schweigen zu bringen. Kirche ist kein Ort zum Schweigen. Lobpreis ist kein Ort zum Schweigen. Stille ist, ja, es kann eine Stille geben, im Stille zu sein vor dem Herrn, nachzusinnen. Aber wir sind nicht hierher gekommen, wir haben gesagt, das ist Gottes Dienst. Also wir dienen dem Gott. Wir kommen nicht hierher, um still miteinander zu sein. Das kann ich zu Hause auch. Da brauche ich dich nicht. Aber ich komme hierher, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Feiern, zu celebrate. Eine Feier zu machen, den Herrn zu feiern, seinen Sieg zu feiern. In deinem Leben, in meinem Leben. Dass wir zusammenstehen können, dass wir fähnen können. Viel mehr als diejenigen, die es für den Fußball tun werden. Weil die WM, die kommt und die geht. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du bist in seinem Team. Du bist im Winnerteam. Du bist im Gewinnerteam. Halleluja! Jetzt schon! Also da kannst du ein bisschen danken. Da kannst du ein bisschen loben, da kannst du ein bisschen laut werden. Da kann man sich ein bisschen bewegen, sogar ich kann das. Amen. Weil das wird unser Leben verändern, es wird unsere Situation verändern. Und wenn wir es nicht machen, dann werden wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern wir werden zurückkehren. Zurück, zurück, zurück. Ich will nicht zurückkehren. Ich will von Sieg zu Sieg gehen. Das heißt es hier in diesem Vers, dass wir von Triumph, dass wir von Sieg zu Sieg gehen und dabei einen Duft offenbaren von der Erkenntnis, dass Menschen Gott erkennen können. Wow, Gott ist mit mir gsi. Und so wie er mit mir war und so wie er in Anusha diese Arbeitsstelle gegeben hat, diese Prozent, die sie brauchte, Gott ist mit mir gsi. Danke! Und dass wir das Nächste anschauen können und sagen können, danke Herr, dass du auch das Nächste schaffst und das Übernächste, weil du sagst, du wirst uns von Sieg zu Sieg führen, nicht von Sieg zu Niederlage, zu Sieg, zu Sieg, zu Sieg, zu Niederlage, Niederlage, Sieg, 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 Niederlage, Sieg. Nein, von Sieg zu Sieg. Niederlage ist keine Option, Leute. Ist keine Option. Da kannst du nichts ankreuzen. Bei Gott gibt es nicht die Auswahl, willst du einen Sieg oder eine Niederlage? Heute Abstimmung, oder? Alle warten auf das Resultat. Wie haben die Schweizer abgestimmt?
Es gibt nur einen Sieg bei Gott. Bei ihm gibt es nur diese Option. Lass sie uns ergreifen. Und lasst uns diesen Sieg auch unser Leben ergreifen. Du musst ergriffen sein vom Herrn. Du musst ergriffen sein von seinem Wort. Ergriffen sein von seiner Liebe. Ergriffen sein von seinem Geist. Das ist uns bewegt. Dass wir endlich ein Fan-T-Shirt anziehen können. Dass man sieht, du bist einer von denen. So wie auch die Leute gesagt haben, diese Petrus, diese Jünger, die sprechen so wie Jesus. Die predigen so wie Jesus, die sprechen so wie er, die verhandeln so wie er, die legen Hände auf, so wie Jesus, die heilen Menschen. Ich glaube, das sind so Jesus-Freaks. So Jesus-Fans. Ja, ja, genau, das sind wir. Also sollten wir sein. Fan in der Fangruppe von Jesus. Danken ist, oder das Dank zu geben, ist eine wichtige Handlung und darf nicht unterschätzt werden in unserem Leben. Loben und zu preisen hat auch mit Danksagung zu tun. Das heißt, wir sollen alle, Paulus sagt, wir sollen im Philipperbrief, wir sollen alle unsere Anliegen mit Danksagung zum Herrn bringen. Mit Danksagung. Mit dem Dank, dass er uns von Sieg zu Sieg führt. Halleluja. Und weißt du, irgendwo musst du einfach anfangen, irgendwo musst du einen Punkt machen, wo du sagst, Fleisch, Körper, Emotionen, Gefühle, jetzt fang ja. Wo du einfach über deinen inneren Schweinehund mal springen musst und sagen musst, okay, jetzt stecke ich mal einfach meine Hand dem Herrn empor. Um ihm zu danken. Ja, was ist das, eine Hand dem Herrn emporzuheben? Das ist ein Ausdruck des Lobes, des Preises. Das ist ein Ausdruck der Ergebenheit, dass du voll und ganz dem Herrn gegenüber ergeben bist. Das ist ein Ausdruck, dass vom Himmel, wo du deine Hände ihm entgegensteckst, von ihm kommt deine Hilfe. Das ist ein Ausdruck deines Glaubens, deiner Überzeugtheit. Und nicht nur, dass wir das mit unseren Händen tun, dass wir das auch mit unserem Mund tun, mit unserem Wesen, mit unserem Sein. Dankeschön zu sagen, berührt das Herz des Gebenden. Gott hat uns gegeben. Hast du auch schon ein Geschenk weitergegeben? Hast du auch schon eine Person beschenkt und ein Riesengeschenk gemacht? Du hast dir sogar Gedanken gemacht, was könnte der Person geben, die ihr Herz berührt. Und du hast dieses Geschenk vorbereitet, du hast es gemacht, du hast es gegeben und keinen Dank bekommen. Was macht das mit deinem Herzen? Was macht das mit deinem Herzen? Wenn du Undankbarkeit empfängst, du hast es gegeben, du hast es geschenkt. Was denkst du, wie es Gott geht, der alle Menschen, alle, restlos alle Menschen erlöst hat? Jesus sagt zu den Neunen oder zu dem einen Aussätzigen, der zurückgekehrt ist, sind nicht deren 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Oder der eine, der kam zurück und hat dem Herrn gedankt, ist ausgeflippt, ist ein bisschen Fan geworden. Danke Herr, danke Herr, danke, danke, danke Herr. Weil sein Leben berührt worden ist. Und weißt du, vielleicht wäre es manchmal besser, der Aussätzige, der hat gesehen an seinem Äußeren, was verändert worden ist.
Und natürlich, ich sage nicht, dass wir aussätzig sein sollten. Aber rein die Veränderung, die wir erlebt haben durch seine Erlösung, ist viel größer als irgendeine Reinigung von einem Aussatz, eine Heilung von irgendeinem Krebs oder irgend sowas. Das ist alles fantastisch, preis dem Herrn. Aber was geschehen ist in dir, obwohl du nicht gesehen hast, du bist vom Tod ins Leben hinübergetreten. Und es soll ein bisschen Dankbarkeit ausdrücken. Aber Gott erwartet es. Sein Herz wird berührt, genauso wie dein Herz berührt wird, wenn jemand kommt und Danke sagt. Es berührt das Herz des Gebenden. Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. Der Undank oder Undankbarkeit ist immer eine Schwäche, eine Art der Schwäche. Das hat Johann Wolfgang Goethe gesagt. Ich habe nie gesehen, sagt er, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. Keine Schuld ist dringender, als die Dank zu sagen, sagt Cicero. Keine Schuld ist dringender, als die Dank zu sagen. Das ist nur was, was Menschen sagen. Wie wichtig ist es doch für uns als Menschen zu sehen, dass wir Grund haben, dankbar zu sein. Zu danken bedeutet, weg von unseren Gefühlen, weg von unseren Enttäuschungen, hin auf Gott und auf ein Beständiges zu sehen. Das hilft dir, danken, hilft dir, deinen Fokus neu auszurichten. Auf denjenigen, der dir hilft. Auf denjenigen, der dich von Sieg zu Sieg führt. Du musst nicht warten, bis du den Sieg hast. Fang eben in der Herausforderung an zu danken, weil das wird dich fokussieren und wird dich zum Sieg leiten und führen. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18 heißt es, seid dankbar in allen Dingen, nicht für alle Dinge, aber in allen Dingen sollen wir dankbar sein. Mit anderen Worten, zu jeder Zeit. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keinen Moment, wo du nicht dankbar sein solltest. Sondern in allen Situationen, Tag ein, Tag aus, sei dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Sein Wille, dass wir dankbar sind. In allen Dingen. In allen Dingen. Halleluja. Wir sollen dankbar sein in allen, aber nicht für alle Dinge. Weißt du, wenn wir zurückkehren zu diesem Triumphzug, was ja heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, da ist mir ein Wort aufgefallen. Wenn du das nochmals einblenden kannst, 2. Korinther 2, 14. Dass wir Gott aber sei Dank, der uns, das Wort uns, ist mir aufgefallen. Kein wichtiges Wort. Und trotzdem macht es so einen riesen Unterschied. Das heißt hier nicht, Gott aber sei Dank, der mich alle Zeit in den Triumphzug hineinführt. Wir können das so ich-bezogen nehmen. Das wäre sicherlich theologisch auch ein Stück weit korrekt. Er gibt dir als einzelne Person Triumph, ja. Aber hier heißt es ganz explizit, der uns. Der uns. Der uns. Der uns. Gott ist ein Gott der Familie. Gott ist ein Gott der Gemeinde. Gott ist ein Gott des Leibes. Der uns. Wir sind zusammen. Wir gehören zusammen. Gott hat uns gesetzt. Das machen ja Fußballfans auch, oder? Die machen das zusammen. Die haben ihre Kurve. Da platzieren sie sich. Da haben sie ihren Schal, da haben sie ihre Tröten und all das Zeug. Und zusammen machen sie Lärm für ihr Team.
Zusammen erleiden sie eine Niederlage, zusammen erleiden sie oder feiern sie einen Sieg von ihrem Team. Zusammen. Und weißt du, viele von diesen Fans, die kennen sich nicht mal persönlich. Aber sobald du siehst, dass er dasselbe T-Shirt, dass er für dieselbe, nicht Firma, für dasselbe Team fängt, da gehörst du zu. Und wir Christen, wir machen so Gärtli. Der uns. Du musst dich im Uns sehen. Zusammen, der uns alle Zeit im Triumphzug mit sich führt. Uns. Du gehörst zu einer größeren Gemeinschaft. Du musst dir dessen bewusst sein. Du bist nicht alleine. Das ist die Attacke des Feindes gewesen, auch bei Elia zum Beispiel, als er diesen riesengroßen Sieg errungen hat gegen die 400 Baalspriester, da ist er auch in die Wüste gegangen und hat eine Mitleidsparty gehabt. Er hat gemeint, ich bin der einzige Prophet, den es noch gibt in ganz Jerusalem. Ich bin so nahm, gibt kein anderer mehr. Und Gott musste ihn schelten, Gott musste ihn rügen. Und vielleicht muss Gott dich heute Morgen ein bisschen rügen und dir sagen, du bist nicht der Einzige, du bist in meinem Team. Amen. Du bist nicht der Einzige, du bist im Uns, der uns einen Triumphzug gibt. Der uns von Triumph, von Sieg zu Sieg führt. Du bist nicht der Einzige. Das ist die Attacke oder die Falle des Feindes. Er will uns isolieren. Er will, dass wir uns isoliert sehen. Er will, dass wir uns zurückziehen. Weil das passiert, wenn wir uns isolieren. Wir ziehen uns zurück. Und es gibt genug Menschen, die sich von Kirche, von Gemeinde zurückgezogen haben. Nicht, weil sie eben das nicht gesehen haben. Weil sie nicht darauf bestehen, dass sie Teil von etwas Großem sind. Von einem Leib. Im Leib Christi. Halleluja, der uns von Triumph zu Triumph führt. Du bist Teil von einem Team. Und weißt du, letzte Woche war ich an einem Elternabend von meinem Sohn. Das war bezüglich seinem Sportclub, wo er dabei ist. Und da geht es auch darum, dass wir als Team sind. Sie haben die Strategie, sie haben die Vision, sie haben die Werte, haben sie weitergegeben den Eltern. Und da ging es in erster Linie, der Coach hat gesagt, es geht nicht in erster Linie, wir wollen das Turnier siegen, wir wollen da Gewinner sein, wir wollen dort Gewinner sein, sondern das Primäre, was wir sind und was unser Ziel ist, wir sind ein Team. Ein Team. Und alles, was das Team untergräbt oder was schädlich ist für ein Team, da werden wir sehr restriktiv vorgehen. Das tolerieren wir nicht. Und Leute, manchmal können wir ein bisschen lernen von solchen Clubs. Das ist enorm, die Anforderung, die sie stellen. Nicht nur an diejenigen, die mitspielen, sondern an uns, an die Eltern. Aber wenn du in der Gemeinde sagst, es gab da noch einen Job, wo man sollte erledigen, dann fühlt sich niemand angesprochen. Wir sind ein Team. Wir schaffen zusammen. Wir arbeiten zusammen in seinem Königreich. Hey, willst du Wunder erleben? Ich möchte das. Was haben sie gesagt? Was hat Jesus gesagt, als sie da bei den 5000 waren, als sie diese große Konferenz hatten und 5000 Leute ihm zuhörten und er gepredigt hatte und. Und es war schon spät abends. Und die Jünger zu Jesus gekommen sind, hey Jesus, schick sie heim, mach Schluss, mach Punkt, Timeout. Damit sie nach Hause gehen können, damit sie
können Hotdog essen, Abendbrot. Und Jesus, was sagt er? Gebt ihr ihnen zu essen? Was mehr? Und Judas hat schnell Kasse gemacht und ja, wir können, aber wo sollen wir das kaufen? Wir haben keine Bestellung aufgegeben. Und weißt du, damals noch keine Gefriertruhe und nichts, dass man irgendwie lagern konnte oder so, solche Sachen, sondern das war alles frisch. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. In einem anderen Evangelium heißt es, er wusste, was er tun wird. Jesus wusste genau, was er tun wird. Aber hat die Herausforderung an die Jünger gegeben. Und ich glaube, auch Jesus gibt diese Herausforderung immer wieder an uns. Und sagt, gib du ihnen zu essen. Gib die Herausforderung an uns, tu du etwas darüber. Mach du etwas, sei du der Erste, der sich meldet. Sei du der Erste, der sich engagiert. Sei du der Erste, der das finanziert oder mitfinanziert. All diese Dinge. Und Jesus hat Brot, schlussendlich haben sie da diese 5 Semmel und diese 3 Fische oder diese 3 Fische und diese 5 Semmel gefunden von einem kleinen Jungen, der seinen Snack noch nicht gegessen hatte. Er war so fasziniert von der Versammlung von Jesus, dass er vollkommen vergessen hat, sein Znüni zu essen, das ihm Mama angepackt hat. Und so hat er das noch. Und Jesus nimmt es, segnet es und dann gibt er es wiederum den Jüngern, damit sie es austeilen. Er hat nicht gesagt, alle Leute sollen zu mir, Jesus, kommen und ich werde euch geben. Die Jünger waren maßgebend beteiligt an diesem Wunder. Und ich glaube, es wird auch heute noch genau gleich sein. Dass wenn wir uns nicht engagieren, dass wenn wir nicht Mitarbeiter auch werden im Team, dass wir nicht nur Fans sind auf der Fankurve, sondern dass wir zum Training erscheinen, dass unser Sieg umso größer sein wird. Weißt du, die besten Spieler, wenn man dem zuhört, sind ja diejenigen, die auf der Couch sitzen und den Spielern sagen, was sie zu tun haben. Aber das sind genau die, die nie zum Training erscheinen. Aber diejenigen, die zum Training erscheinen, das sind diejenigen, die spielen werden und das sind auch diejenigen, die den Pokal mit nach Hause nehmen werden. Das liegt an uns, dass wir uns selber begeistern für den Herrn, für sein Team, das im Triumph ist, das von Triumph zu Triumph geht, dass wir eine Begeisterung haben, das auch zum Ausdruck bringen, auch an einem Sonntagmorgen, auch wenn es warm ist und wir schwitzen. Spielt doch keine Rolle. Komm mit uns in den Libanon in einem Monat. Dann ist es 40 Grad. Und da gehst du aus dem klimatisierten Raum heraus und das Erste, was du erfährst, ist, du schwitzt wieder, du bist wieder bachnass. So what? Spielt doch keine Rolle. Wir tun es für den Herrn, wir wollen den Menschen dienen, wir wollen ihnen eine Hilfe sein. Wir wollen das Evangelium ihnen verkündigen. Werde Teil eines Teams. Das ist immer das Beste. Teil werden eines Teams. Nimm die Möglichkeiten wahr, Teil zu werden eines Teams. Im Epheserbrief Kapitel 4, da heißt es, dass dieses Team auch beschrieben. Vers 16. In den ganzen Versen ist auch der Leib beschrieben, wie die Dienstgaben gegeben worden sind, um den Leib zuzurüsten. Dann heißt es aber im Vers 16, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenk.
Du bist so ein verbundenes, Unterstützung dienendes Gelenk. Und das musst du zuerst mal erkennen. Ja, Herr, du hast mich dazu gesetzt, dass ich in Verbindung bin, dass ich ein Ellenbogen bin für dich. Aber weißt du, ich kann, dieser Unterarm kann abgetrennt werden. Der Leib, mein Leib, wird trotzdem weiterleben. Aber der Unterarm, wenn er abgetrennt ist, wird nicht weiterleben. Und es liegt an dir, dich zu connecten, dich zu verbinden mit dem Leib, anstelle dich abzutrennen. Das heißt hier, dass wir jedes Glied, Gott hat jeden Einzelnen gesetzt, wie er gewollt hat, in den Leib Christi. Amen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und hier heißt es, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes, das bin ich, das bist du, der Unterstützung dienende, siehst du das, dienende Gelenk. Nicht empfangende Gelenk, sondern dienende Gelenk. Und manchmal haben wir den Fokus falsch, dass wir immer nur Empfanger sind. Aber hier heißt es, unsere Aufgabe ist zu dienen. Wenn du dienst, dann weißt du auch, dass andere auch dienen. Und wenn andere dienen, dann heißt es auch, dass du auch empfangen kannst. Zu dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes. Amen. Gott, was Wachstum gibt. Und so wirkt er, wenn wir unseren Teil tun, wenn wir dienend werden, wenn wir fokussiert sind, wenn wir Dank geben, wenn wir uns engagieren, wenn wir anfangen, Fan zu sein für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, wenn wir anfangen, uns einzusetzen, zu sagen, da will ich mitschaffen. Da will ich mithelfen. Irgendwann will ich in dem Team inne sein. Wir haben so eine Broschüre, Dienstbereiche in der Familiengemeinde, wo viele Bereiche aufgeführt sind. Gewisse Bereiche, die sind aktiv, gewisse Bereiche, die sind völlig vakant. Und vielleicht hast du diese Broschüre noch gar nie gelesen. Das ist Fehler Nummer 1. Die ist seit Jahr und Tag ist die da. Nimm mal so eine Broschüre mit nach Hause und lies sie. Und frag dich, frag den Herrn, du hast mich gesetzt als eine Verbindung, als ein Gelenk, als ein Teil, das dient, um dem Ganzen Wachstum zu geben. Wo möchtest du, Herr, nicht wo möchte ich? Frag das nicht. Frag dich nicht selber, wo möchte ich? Frag den Herrn, wo möchtest du? Wo möchtest du, dass ich Teil bin? Wo möchtest du, dass ich anfange, Brötli verteile, Fisch zu verteilen? Wo möchtest du, dass ich mich engagiere, um in diesem wunderwirkenden Konstrukt, was wir Leib Christi nennen, mitarbeite? Das muss unsere Frage sein. Das sollte unsere Frage sein. Und sollte auch das sein, nicht nur, dass wir eine Antwort kriegen, sondern dass wir dann, wie Paulus es auch sagt im Korintherbrief, dass wir nicht nur ein Wollen haben, sondern dass wir das Wollen vollbringen, dass wir zum Tun kommen, dass wir das umsetzen in unserem Leben. Also ich hatte viele Möglichkeiten, mich zu engagieren in Gemeinden, in den verschiedensten Gemeinden, wo ich war. Ich hatte immer Möglichkeiten. Ich hatte auch immer Möglichkeiten, Nein zu sagen, auszuweichen oder zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht oder das wollte ich jetzt nicht. Natürlich kannst du dich vielleicht nicht mit mir vergleichen oder ich mich nicht mit dir, weiß es nicht. Ich weiß einfach, was in meinem Leben mir geholfen hat. Und ich kann 43 Jahre jetzt zurückschauen.
und kann sagen, dass ich Teil einer Gemeinde gewesen bin und dass ich mich anfing zu engagieren, dass ich involviert war in irgendeiner Art und Weise, hat mir geholfen, meinen Fokus richtig zu halten, Teil zu sein, zu dienen, zu geben. Und dann, wenn Zeiten kommen, wo ich brauche, dass ich da auch immer wieder empfangen habe. Weil es nicht nur einfach nehmen, nehmen ist, sondern auch geben ist. Und das ist ein Geheimnis, wo wir uns selber einfach überwinden müssen, wo wir sagen müssen, das ist Wort Gottes. Und egal wer ich bin und egal wie meine Situation ausschaut, das will ich umsetzen. Das ist Wort Gottes. Und dass wir anfangen, Fan zu sein für den Herrn, lauten Lärm machen, dankbar zu sein. Weißt du, im 2. Timotheusbrief, und mit dem schließe ich ab, in Kapitel 3, das ist eine Bibelstelle, die paar Verse, den habe ich mich in der letzten Zeit ein bisschen beschäftigt. Da heißt es bezüglich den letzten Tagen. Paulus gibt da eine Anweisung, dass in den letzten Tagen, und das Letzte ist, oder dieses Wort letzten Tage hat die Bedeutung, das Letzte vom Letzten. Und Paulus hatte das rund 2000 Jahre schon vorher geschrieben. Und er sagt, wir sind in den letzten Tagen, also das Ende vom Ende, beschreibt das. Und es heißt hier im Vers 2 oder im Vers 1 dies, aber wisst, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Schwere Zeiten. Zeiten, dass wir umgeben sein werden mit Zeiten, wo diese Schwere, wo es eine Herausforderung ist für uns, auch als Leib Christi. Aber wir wissen, in Christus Jesus hat er uns einen Sieg gegeben. Wir gehen von Sieg zu Sieg, von Triumph zu Triumph. Vergesst das nicht. Da heißt es im Vers 2, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Siehst du das? Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Verlügnen nicht seine Kraft. Weißt du, eine Möglichkeit, seine Kraft nicht, oder sich zu sein, dass du seine Kraft nicht verleugnest, ist, dankbar zu sein. Einfach immer wieder Dank dem Herrn gegenüber zu bringen, deinen Mund zu öffnen, deine Beine zu bewegen, deine Hände zu bewegen und zu sagen, wow, danke Herr. Auch wenn wir in den letzten Tagen sind und in den letzten Zeiten, wo es da schwere Zeiten gibt, danke Herr, dass du mir die Salbung gegeben hast, dass ich da bestehen kann und dass ich dem gegenüber ein Gegensatz sein kann. Hier heißt das erste Wort, das erste Prädikat, das hier ist, sie werden selbstsüchtig sein. Wir sind die Generation vom Selfie-Stick. Und wir sollten nicht solche Christen sein. Wir sind keine Selfie-Christen. Amen. Deshalb hat mich dieses Wort angesprochen, der uns, der nicht Selfie-Triumphzug gibt, der uns einen Triumphzug gibt, der uns von Triumph zu Triumph führt. Zusammen, nicht selbst. Dieses Selbstsucht oder Selbstsüchtig, könnte man auch sagen, hat damit zu tun mit es sind zwei Worte, das Wort ist mit Philadelphia, die Bruderliebe Gemeinde, Philo, was auch Liebe bedeutet, und Autos selbst. Jemand, der sich selbst liebt, jemand, der sich selbst liebkost, diese Bedeutung hat es auch. Der sich selbst verküsst.
Das ist die Bedeutung. Das ist das Erste, was er hier sagt. Und es ist erstaunlich, dass er mit diesem Wort anfängt. Dieses Philautos hat die Bedeutung, Freund von sich selbst zu sein. Sich selbst gern habend. Sich selbst liebend, egoistisch, selbstsüchtig. Das Wort steht für die vollendete Ausprägung einer langen Entwicklung hin zu fast totaler Selbstbezogenheit. Das beschreibt die heutige Gesellschaft sehr gut. Und wenn ich sage Gesellschaft, dann meine ich damit auch, dass Gewisses davon auch in die Gemeinde hineinzukommen droht. Und wenn wir uns nicht dagegen wehren, bewusst dagegen wehren, werden wir auch selbst vollkommen selbstbezogen sein. Und es liegt an uns, dass wir das nicht sind. Es geht nicht um dich. Sorry, wenn du das noch nicht erkannt hast. Aber es geht nicht um uns. Das heißt nicht, dass Gott unser einzelnes Schicksal egal ist. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn wir uns um sein Königreich kümmern, was heißt es da in Matthäus 6, 33? Sein Königreich, seine Gerechtigkeit suchen, dann wird er was? Alles, was du brauchst, wird er dir hinzufügen. Siehst du diesen Fokus? Sein Königreich, wenn du das uns siehst, nicht das Selfie, sondern das uns, dann wird er sich um dich kümmern. Das ist die Lösung für deine Situation. Alle anderen scheinen aus ihr zu entspringen. Also die anderen Prädikate, die Aufzählung, die ihr da macht, entspringt aus dieser Philautos, aus dieser Selbstliebe. In der Aufzählung erscheinen dreimal Wortkombinationen, die mit Phil oder Phileo, gern haben, lieben, beginnen. Philautos, selbstliebend, das ist das eine. Philargos, Argaros, ist geldliebend, das ist das zweite. Dass wir das Geld mehr lieben als irgendetwas anderes. Jesus hat das auch gesagt. Entweder kannst du dem Mammon dienen oder du dienst mir. Aber du kannst nicht beidem dienen. Vollgeld. Nein, voll Jesus. Nicht voll Geld, voll Jesus. Das wäre das Wahre. Aber wir sind, unsere Gesellschaft ist Sklave geworden von diesem Bankensystem. Es ist eine moderne Sklaverei. Nichts anderes. Diese Mammon. Und wir müssen uns bewusst dagegen aufmachen, dass dieser Mammon nicht unser Götz wird. Dass wir nicht nur diesem Mammon dienen, sondern dass wir Gott dienen, ihm dienen. Er ist der Versorger, voll und ganz. Amen. Voll, nicht voll Geld, voll Jesus. Das wäre die richtige Initiative, voll Jesus. Amen. Also das ist das Zweite, die Geldliebe, das aufgezählt wird. Und dann ist noch das Philedonos, was die Bedeutung hat, das Vergnügen mehr liebend. Das ist in dieser Endzeit. Gott hat uns in diese Zeit hineingesetzt. Da leben wir. Aber Gott hat uns was gegeben? Ein Triumphzug. Amen. Gott aber sei Dank. Deshalb können wir sagen, auch wenn es da draußen schwieriger wird und die Menschen noch selbstsüchtiger werden, noch geldgieriger werden und all diese anderen Prädikate, die da aufgezählt sind, Halleluja, Gott hat uns einen Sieg gegeben. Ein Sieg. Und wir gehen von Triumph zu Triumph. Niederlage ist keine Option. Und du musst dich fixieren, auch in deinem Herzen, in deinen Gedanken, dass auch für dich eine Niederlage keine Option ist, sondern nur Sieg. Sieg in Christus. Er hat uns den Sieg gegeben. Und in ihm ist ihn zu suchen, zu holen, zu proklamieren und zu erleben. Amen. Preis dem Herrn.
Und so, Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Sieg gegeben hast und dass wir den für uns in Anspruch nehmen können, in all unseren verschiedenen Situationen, wo wir in der Herausforderung unseres Lebens sind. Wir haben Sieg, Halleluja, über Krankheit. Wir haben den Sieg, Jesus Christus, über Anklage. Sieg über Sünde, über Süchte haben wir den Sieg, Halleluja. Du hast uns den Sieg gegeben, Halleluja. Danke, Herr, dass wir den Sieg haben. Wir preisen dich, wir loben dich. Du bist so wunderbar. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Gott gibt uns den Sieg über die Sünde. Über die Sünde. Du hast den Sieg gegeben über den Fluch, über Armut, über Krankheit. Du hast uns den Sieg gegeben über Sucht, über Bindungen. Halleluja. Dass wir frei sind. Und du gibst uns auch den Sieg über unseren eigenen Stolz, über unser eigenes Ego, über unser eigenes Fleisch. Danke, Herr, dass wir durch dich diesen Sieg erringen können. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Und so